Natürlich verurteilt die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, der Außenminister diese Taten. Sowohl das gewaltsame Vorgehen als auch diese wirklich empörende Misshandlung, die man ja nun auch auf dem Video leider sehen konnte, und überhaupt die Eskalation der Gewalt. Das hat die Bundeskanzlerin in ihrem Telefonat mit Präsident Janukowitsch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und der Außenminister wird das nun heute auch dem Vertreter der Ukraine hier in Deutschland auch noch einmal übermitteln. Natürlich verurteilen wir das. Der Außenminister hat darüber hinaus heute Morgen auch bereits einige Telefonate mit Kiew geführt. Er hat so etwa gegen 10 Uhr mit dem ukrainischen Außenminister Herrn Kojara telefoniert und selbstverständlich die gerade von Herrn Seibert verkündete Botschaft, dass das, was wir da gesehen haben und das, wofür steht, nämlich den Umgang mit friedlich Demonstrierenden, ja wohl nicht angeht, und hat eindringlich aufgefordert dazu, dass diese Art von Umgang mit friedlich Demonstrierenden, Protestierenden sofort eingestellt wird. Es geht jetzt doch erstmal darum, nach Möglichkeiten und Wegen zu suchen, für eine Verständigung zwischen den Gesprächsparteien Sorge zu tragen und auf Deeskalation hinzuwirken. Das schließt überhaupt nicht aus. Das hat auch, soweit ich das beurteilen kann, die Bundeskanzlerin ja nicht ausgeschlossen, dass der Moment kommen kann, ab dem sich die Frage von Sanktionen stellt. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Jetzt geht es darum, dass wir mit allem Nachdruck das unterstützen, was Brüssel tut, dass Herr Füle, dass Frau Ashton nach Kiew reisen, mit den handelnden Personen sprechen und nach Wegen aus der Krise suchen. Das unterstützen wir, und ich kann Ihnen versichern, dass die Bundesregierung sich auf das Allerengste mit den Vertretern der Europäischen Union abstimmen wird, um auf diese Art und Weise auch darauf hinzuwirken, dass es bei diesen Gesprächen, nach diesen Gesprächen, im Zuge dieser Gespräche zu Lösungen kommt, die im Interesse der Menschen in der Ukraine sind und die auch mit unseren Werten übereinstimmen. Erstmal hat der Außenminister die Botschaft bereits dem ukrainischen Kollegen übermittelt. Darüber hinaus ist es Teil einer Abstimmung mit den Kollegen, dass man auch zu dieser Maßnahme, nämlich einer Einbestellung, greift, um auf diese Art und Weise auch über dieses Instrument des völkerrechtlichen Verkehrs miteinander den Ukrainern deutlich macht, dass es uns ernst ist. Aber natürlich haben Sie recht, Herr Leifert, sozusagen der direkte Draht zum ukrainischen Außenminister ist da, ist in den letzten Tagen mehrfach genutzt worden. Der Außenminister hat auch bereits noch von Montreux aus, von der Schweiz aus, mit seinem ukrainischen Amtskollegen telefoniert. Er wird auch weiter das Gespräch suchen mit der Opposition, hat heute Morgen mit Herrn Klitschko telefoniert. Es gibt da weitere Telefonate und Gespräche, die der Minister zu führen beabsichtigt.